Big Dead Brother, ein Romanfragment. Strecke deine Hand aus gen Himmel, so wird eine solche Finsternis kommen über das Land, dass man sie greifen kann. Exodus, Kapitel 12, Vers 21. Big Dead Brother, erstes Kapitel. Es ist unglaublich, was Menschen inszenieren, die viel Geld haben. Niemanden wundert, dass Reiche stets Verrückte finden, die alles, aber auch alles für Geld zu tun bereit sind. Ich bin jemand, der dieser Verlockung des Geldes folgt. Ich bin freier Schriftsteller, was heißt, für Geld tue und schreibe ich alles. Mein Name ist Paul Klint. Die Herkunft Deutsche. Kein besonderer Vorzug, allerdings auch kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. Sicher, als Jahrgang 65 habe ich manches veröffentlicht, kürzeres, längeres, aber der Durchbruch lässt auf sich warten. Klint, sagen manche, Sie schlafen zu lang. Passen Sie auf, dass Sie Ihr Leben nicht verträumen. Bis Mittag zu Bett liegen, das geht doch nicht. Clint, wir sind eine Leistungsgesellschaft, vergessen Sie das nicht. Schwer gewissen Leuten klarzumachen, dass manche nur deshalb Künstler werden, weil sie Tag für Tag ausschlafen wollen. Es gibt Individuen, die ihren Organismus vor dem unbarmherzigen Diktat der Gesellschaft schützen wollen. Deshalb erschuf Gott die Maler, Dichter, Musiker und Bildhauer. All diese Berufe verbindet, ihre Betreiber verfügen meist über sehr wenig Einkommen, aufs Jahr bezogen. Gratis dazu ausschlafen. Hierbei gibt es Ausnahmen. Paul Klint ist keine davon. Er benötigt Geld. Nicht als Ziel, Geld um des Geldes willen, sondern als Zweck. Geld zum Schreiben, Geld zum Leben. Letzteres gilt für alle, Heilige ausgenommen. Klint leitet an einer Beobachtung, welche die Veränderung des Buchmarktes betrifft. Wer hätte vor Jahren geglaubt, dass die Bereitschaft der Verlage, Gedichtbände zu veröffentlichen, heutzutage derart in den Keller rutscht? Bei der verzweifelten Suche nach Geld hat Klint die folgende Geschichte selbst erlebt. Große Ungeheuerlichkeiten, tiefe Merkwürdigkeiten entstehen mitten unter uns. Sie spielen sich ab, ohne dass wir davon das Geringste ahnen. Dies zur Warnung an Minderjährige, die an dieser Stelle gebeten werden, die Seiten dieses Buches zu schließen, beziehungsweise die Hörvorlage auszuschalten. Klint beschloss, die Geschichte überwiegend so zu erzählen, als durchlebte er sie ein zweites Mal, als befände er sich wiederum mitten im Geschehen. Gebe Gott, dass nie wieder in der Realität es ein zweites Mal für mich gibt. Manch Widersprüche, manch Ungereimtheit bitte ich im Voraus zu entschuldigen. Sie rühren daher, dass sich auch mir, dem Schriftsteller, nicht alle Gegebenheiten des Erlebten vollständig erschließen, noch diese sich ganz mitteilen lassen. Vergessen wir nicht, ich, Paul Klint, war Teilnehmer, nicht Initiator des Spieles. Und dann, das Leben selbst besitzt seine Ungereimtheiten und Widersprüche unaufklärlicher Art. Weshalb sollte eine Geschichte frei sein davon? Wer erinnert nicht das einstige Novum in der europäischen Fernsehlandschaft, die erste deutsche Staffel von Big Brother? Zuerst großer Staubwirbel, dann, wer wüsste nicht Bescheid über Despina,
Thomas, Jana, Jona, Kerstin, Alex, John, Manuela, Slatko, Verena, Sabrina, Verona, über Jürgen und Andrea. Das Wort Unterschichtenfernsehen war noch nicht geboren. Wer vergäße das Gesumme der Kameras, die ihr Gehäuse wie kleine Roboterarme bewegen? Wer erinnert einst nicht die Vorlesung der Neuen, die Abfrage der Alten, teils richtig, teils falsch gelösten Wochenaufgaben? Für sämtliche Containerbewohner, verteilt über den Zeitraum eines Vierteljahres. Wer hätte gedacht, dass all diese Endemol-Aufgaben Kleinkram sind, im Vergleich mit dem, was mich, Paul Klint, in den nächsten ungeheuerlichsten 4 Wochen meines Lebens erwartet? Klint hatte sich ausführlich und mit Bild auf eine seriös klingende Anzeige der Panem et Circenses Produktion in der Stadtzeitung Z beworben. Nach 2 Wochen Wartezeit erhielt er einen rätselhaft sich anfühlenden Brief. War es der eigenartig verströmende Duft oder die ungewöhnliche Leder, fast pergamentartige Struktur des Briefpapiers? Er wusste es nicht. Darin wurde Clint mitgeteilt, dass man seine Bewerbung geprüft und ihn höchst selbst für gut befand am Ultramarathon-Projekt Big Dead Brother mit teilzunehmen. Clint war ausgewählt als einer von 7 Kandidaten, die nach erbetener Bestätigung und Anerkennung der Spielregeln seinerseits ganz ohne mühsames Casting in Kürze von Mitarbeitern des Projekts abgeholt werden. Es folgte eine Liste, auch über Dinge, die Clint mitnehmen durfte, ebenso wurde genannt, was nicht erlaubt war. Er las die Liste durch, sortierte im Kopf bereits, was er mitnehme. Telefonisch erledigte er Rückbestätigung, brieflich versicherte er mit seiner Unterschrift, dass er die Regeln akzeptiere, an allen Spielen mit teilzunehmen gedenke und er am angeordneten Tag zum vorgegebenen Zeitpunkt am dafür bestimmten Ort zur Abholung sich einfinden würde. Exakt 8 Minuten nach Anwahl einer 9-stelligen Nummer rief ein Verantwortlicher der Panem et Circenses Produktion bei Paul Klint zurück, beglückwünschte ihn und hieß ihn im Team der ausgewählten Mitspieler auf das Herzlichste willkommen. Clint genehmigte sich kurz darauf, aus Freude über seine geglückte Bewerbung, einen doppelten Whisky. Entspannt fuhr der Schriftsteller dabei durch sein kurzgeschnittenes, immer noch volles, dunkelblondes Haar. Auf Panem et Circenses auf Big Dead Brother, murmelte er halblaut, während der Single Malt in kleinen Schlucken genüsslich seine Kehle hinabströmte und dabei die ihm eigene, torffeurige Glutwärme im Innern des Whisky-Genießens erzeugte. Hätte Paul Clint geahnt, was ihn in den folgenden 4 Wochen erwartete, er hätte die Einladung verbrannt, Reis ausgenommen und für den Rest seines Lebens die Finger von solch scheinbar harmlos klingenden Unternehmungen gelassen. Clint war übrigens geschieden, lebte ohne Anhang bzw. Kinder und sollte später erfahren, dass bei den anderen Kandidaten in etwa dieselbe private Ungezwungenheit und Freiheit herrschte. Eine gewisse zigeunerhafte Hauslosigkeit zum Beispiel, eine absichtlich gewählte, lustvolle Verzettlung bei Dingen und Themen, um die andere sich einen Dreck scheren, die aber den Vorteil besaß, dass man wenigstens einen Teil von Innenwelt des erforschten Subjektes nachher genauer sah und genauer kannte, was mehr Freude schenkte als geregeltes Festgehalt oder Amt und Würden. Clint hatte Monate zuvor, wie Millionen andere in Deutschland, beinahe täglich die Folgen der ersten Staffel von Big Brother beobachtet. Weniger aus Voyeurismus,
denn vielmehr aus psychologischen Gründen fesselte ihn dieses Projekt. 10 sich vorher völlig unbekannte Menschen auf engem Raum versammelt, ohne Kontakt zur Außenwelt, mit nichts als einem kleinen Koffer persönlicher Habseligkeiten. Natürlich jeder auch geködert durch den Hauptgewinn, die Viertelmillionen. Welch Gruppen, welch Sympathien, welche Animositäten würden sich herausbilden? Welche Gesichter und Masken würden aufgesetzt oder sähe man fallen? Auf welche Art verliefen die Unternehmungen, Spiele, Gespräche, der Alltag der Kandidaten? Mit einem Wort, konnte das gut gehen? Von einigen langweiligen Tagen im letzten Drittel der Containerzeit abgesehen, und welch reales Leben besäße nicht auch manchmal Langeweile, bekam der Zuschauer Tag für Tag manch interessant Spaßiges in einer extra zusammengeschnittenen Dreiviertelstunde geboten, wobei man freilich an Intellektualität oder hohe Geistigkeit keine falschen Erwartungen stellen durfte. Dies war nicht Sinn des Spiels. Es gab keinen Schutz vor Überraschung. Weder bei den Nominierungen noch bei der telefonischen Hinauswurfabstimmung durch den Zuschauer. Die Bewohner durften 14 täglich 2 aus ihrem Kreis bestimmen, von denen einer nach Abwahl die Container-WG verlassen musste. Wer hätte gedacht, dass man Zlatko, The Brain, zwang, nach nicht einmal der Hälfte der Tage den Container zu räumen? Mit welchem medial aufgeheiztem Abgang? Der Shakespeare oder Goethe ist mir doch scheißegal, Mann, erwarb in der Folge durch sogenannte Superstar-Vermarktung ein erkleckliches Sümmchen. Clint gönnte ihm das von Herzen. Wer den Mazedonen nicht sehen wollte, dem blieb immer noch der Ausschaltknopf. Zweites Kapitel. Die zivilisierte Welt ist in ihren Aktionen gemeingefährlich. Sie stellt in der ständigen Gegenläufigkeit von politischem Verhalten und moralischem Anspruch Beziehungsfallen, in denen jeder schizophren werden muss, der versucht, beides gleich ernst zu nehmen. Völkermord und Menschenrechte, brüderliche Hilfe und Panzer, Bomben auf Kinder und Berufung auf Humanität. Paul Klint klappte die Zeitung zu und dachte über das Zitat nach, das er eben las. Der Autor Manfred Karnick war ihm unbekannt. Paul Klint flog bereits im Helikopter der Panem et Circenses Produktion. Der Pilot hatte vor einiger Zeit gestartet. Klint wusste nicht, wohin die Reise ging. Seine Augen wurden jetzt verbunden. Dies war Teil der Abmachung. Der ganze Papierkram vorher ging erstaunlich schnell über die Bühne. Fast so schnell, wie Clint sich später erinnert. Er war zunächst mit dem Zug, dann die letzten Kilometer per Taxi zum vereinbarten Treffpunkt in S gefahren. Dort hat ihn ein gewisser Brad Atkins, erster Assistent und ansonsten persönlicher Bodyguard des amerikanischen Milliardärs Saratoga G. für Geoffrey Pampleford abgeholt. Atkins begleiteten 2 Mitarbeiter. Es war Bedingung, dass keine der 7 Spielkandidaten andere Personen in das betreffende Projekt einweihte. Clint überlegte mit verbundenen Augen, auf welche Art die Organisation diesen Umstand überprüfen wollte. Er für seinen Teil hatte sich daran gehalten. Bitte lehnen Sie zurück und genießen Sie den Flug, hörte Clint Brad Atkins Stimme, welche fortfuhr: Wir möchten Ihnen die Reise so angenehm wie möglich machen.
Die kleine Unannehmlichkeit mit der Augenbinde bitte ich zu entschuldigen. Haben Sie Hunger? Wünschen Sie etwas zu trinken? Sämtliche Konversation wurde in Englisch geführt. Clint, der früh am Tag ein Hearty Breakfast zu sich nahm, verneinte höflich. Stattdessen hörte er, wie eine Person neben ihm, das musste Atkins sein, dem Dufte nach Kaffee trank. Heißen Kaffee mit vorsichtigem Schlürfen. Eine der Vorzüge dieses Helikopters bildeten die auffallend leisen Fluggeräusche. Man verstand beinahe das Gespräch im Cockpit. Das Geräusch der Rotorblätter und des Motors schienen aus einer angenehmen Ferne ins Innere der Passagierkabine zu dringen. Freilich musste man lauter sprechen als gewöhnlich. Wenn Sie einen Wunsch haben, bitte sagen Sie ihn mir, wandte sich Atkins erneut an Clint. Gern hätte Clint gewusst, wo die Reise hinführt. Gerne hätte er die Ansichten aus der Luft betrachtet, was zum Faszinierendsten überhaupt gehörte. Clint wusste, dass eine Lockerung der Augenbinde, die in Wahrheit eine sonnenbrillenähnliche umrandete Maske war, leider nicht in Frage kam. Clint erinnerte mit verbundenen Augen den Eindruck von Atkins, als diese sich erstmals begegneten. Atkins' durchtrainierte, kräftige Figur stand im Gegensatz zu relativ weichen Gesichtszügen des Amerikaners. Gleich nach Nennung seines Namens und seiner Funktion hatte Atkins die Nationalität genannt. Dies ließ vermuten, dass sein internationales Team gemeinsam zu Werke ging, wie Clint überlegte. Atkins' glatt rasiertes Gesicht wurde von längerem schwarzbraunem Haar eingerahmt, das hinten zu einer Art Zopf gebunden war, zusammengehalten nur von einem Gummiring. Seine Gestalt hatte Clint als mittelgroß in Erinnerung. Auffallend war gleichfalls die ein wenig, diesem Anlass des Kennenlernens entsprechend, überelegante Garderobe von Brad Atkins. Der erste Assistent und Bodyguard trug nur das eleganteste, silberdurchwirkte Gucci-Seitenhemd, dazu die passend dunkle Hose und ein edles Designer-Jackett. Unübersehbar waren diverse Schmuckstücke von Kette über Ohrring zu Fingerschmuck, die Atkins sich antat und wusste, echt wie sie schienen, mit einem hübschen Sümmchen zu Buche schlugen. Er wusste, dass dies nicht jeder sich leisten konnte. Geld war in solch Kreisen nie das Problem. Atkins' Auftraggeber hieß Saratoga G. Pampleford, Milliardär. Spitzname: Das Phantom. Atkins' zwei Assistenten, die Clint nur kurz zu Gesicht bekam, von denen er nur die Vornamen hörte, Joe und Jack, erinnerten äußerlich betrachtet an zwei gewöhnliche Türvorsteher, wie jede x-beliebige Diskothek sie besaß. Dem Haarschnitt nach ähnelten beide Marines. Nur die Figur von Joe und Jack entsprach nicht ganz diesem Bilde. Schwer festzustellen, dachte Clint, wie alt sie waren. Er einigte sich auf ein Alter zwischen Ende 20 und Mitte 30. Einzig bei Brad Atkins schien die Schwelle zur 40 schon überschritten. Eine unübersehbare Gemeinsamkeit bei allen drei Personen war folgendes. Clint hatte anfangs bemerkt, dass alle drei Mitarbeiter der Pane et Circenses-Produktion jeder den gleichen silbrigen Anstecker ans Revers geheftet trug. Der kleine Anstecker besaß die Form eines Haifischs. Ein Hai, der merkwürdigerweise aus einem Schlangenbeschwörungskorb sich herauswand. Diesen Anstecker trugen alle drei Mitarbeiter in hochgestellter Form links oben dicht beim Kragen. Und noch eine weitere, allerdings durch gewisse Indizien für Paul Clint nicht ganz bewiesene Gemeinsamkeit, glaubte dieser bei der Begrüßung bemerkt zu haben. Alle drei Mitarbeiter schienen bewaffnet zu sein. Clint verdrängte diese Beobachtung sofort wieder. Paul Clints Neugier überwog die Zurückhaltung. Er besann sich und fragte jetzt, wie lange der Flug dauere.
Insgesamt 2 Stunden, antwortete Atkins, der den Kaffeebecher zurück auf ein in der vorderen Rücklehne heruntergekipptes Tablett stellte. Atkins fügte hinzu, 2 Stunden, falls das gute Flugwetter anhält. Wir haben Sommer. Sollten unvorhergesehene Gewitter auftauchen, empfiehlt sich aus Sicherheitsgründen ein Umweg. Sie sind übrigens der Letzte, den wir abholen, Mr. Clint. Die anderen Kandidaten warten alle schon am Treffpunkt. Wie viele sind es? Mit Ihnen 7, antwortete Atkins, um gleich fortzufahren. Alle Kandidaten warten in getrennten Räumen. Keiner bekommt den anderen zu Gesicht. Erst mit ihrer Ankunft ändert sich das. Sie werden zusammengebracht, man stellt sie vor, die Regeln werden nochmal erläutert und das Spiel beginnt. Clint fragte sich im Stillen, was Atkins seltsames Lachen zu bedeuten habe. Schadenfreude? Ein Eingeweihtsein, von dem er keine Ahnung hatte, drückte das Lachen vielleicht aus. Der Schriftsteller hörte in einiger Entfernung ein Gespräch in französischer Sprache. Ob der Steward oder ein weiblicher Flugbegleiter sich darin unterhielt, war schwer zu entscheiden. Sonst sprach man Englisch. Dennoch hatte Clint das Gefühl, dass die Reise gen Süden, nach Frankreich beispielsweise, führte. Noch immer waren Clints Augen verbunden. Mehr als die Hälfte der Flugzeit mochte um sein. Erneut hörte Clint unvermittelt Atkins Stimme. Wir bedauern nochmals, Mr. Clint, dass wir jedem Teilnehmer die Unannehmlichkeit der Augenbinde nicht ersparen dürfen. Vorschrift und Sicherheitsbestimmung unseres Chefs. Keiner unserer Kandidaten soll vorzeitig informiert sein über den genauen Austragungsort des Spiels Big Dead Brother. Sie verstehen. Kommen Sie mit der Augenbinde zurecht? Clint sprach, es ist alles in Ordnung, Mr. Atkins. Ich sehe ehrlich gesagt nicht das Geringste. Und wie steht es mit der Bequemlichkeit? Hakte Atkins nach. Nicht direkt unbequem, erwiderte Clint. Die Schwärze störte etwas, dafür gewinnt der Gehörsinn ausdrucksvoll an Schärfe. Insgesamt würde ich sagen, ist die Maske, die ja mehr einer verdichteten Brille ähnelt, nicht einmal unbequem zu tragen. Perfectly well, hörte Paul Clint seinen Sitznachbar sagen, und ihm war, als spuckte jemand kurz vor ihm aus. Möchten Sie wirklich nichts essen? Atkins gab hierin keine Ruhe. Dankend verneinte Clint erneut. Er lehnte im bequemen Passagiersitz zurück, dem leisen Surren des Motors und der Rotorblätter nachlauschend, und er gab sich den Gedanken hin. Die Bewerbung hat bestens geklappt. Er konnte es manchmal nicht fassen, dass ausgerechnet er, Peter Paul Clint, unter vermutlich 100 Freiwilligen zuletzt tatsächlich akzeptiert worden war. Ich spüre deutlich, es ist nicht das Geld allein, das mich reizt. In der Anzeige wurde dem Gewinner eine sehr hohe Preissumme versprochen. Da wirkt auch das Abenteuer, jenes Unbenennbare, das innere Erregung hervorruft, solche Art, bin ich den Aufgaben, die kommen, wirklich gewachsen? Oder was gibt es Schöneres, als eine Situation auszuleben, die auf gewöhnlichem oder genormten Weg in dieser Gesellschaft niemals erlebbar wäre? Wünschen nicht sämtliche Menschen insgeheim das Kennenlernen ihrer eigenen Grenze, den tatsächlichen Aufbruch zu neuem Ufer, weit weg von Erwerbsarbeit und oft täglich neu zusetzender immer gleicher Routine, statt des Spannung, Wagnis, Abenteuer? Und wenn bei alledem zusätzlich noch eine gewisse erotische Verstrickung winkt, umso besser. Wie schwer trägt oft das Individuum an dieser sogenannten Leistungsgesellschaft nach einmal erfolgter Berufswahl, die jeden irgendwo festzurrt,
sobald das Alter näher rückt, falls dann das Individuum Abwechslung oder den Wechsel wünscht, falls es dann aus der Schlagbügelfalle des Immergleichen sich befreien will, wie soll es das anstellen? Aufstiegs- und Karrierechancen scheinen durchweg für jüngere, männliche, höher Ausgebildete reserviert. Wehe, wer ein Alter über 40 erreicht oder wer eine Frau ist. Glinds Kopf durchkreuzen zwei Sätze. Der erste war ein jüdisches Sprichwort. Steigen bedeutet fallen, fallen bedeutet steigen. Der zweite stammt von einem verstorbenen Dichter. Erfolg beruht auf Missverständnissen. Es wäre interessant, die philosophischen Hintergründe von Sein und Schein anzudenken. Hinsichtlich auf die von Führungskräften der Wirtschaft weltweit in regelmäßigen Abständen immer wieder losgetretene Dynamik und Erfolgsdebatte. Erfolg zu wessen Nutzen, außer dem des Geschäftsinhabers und des Aktionärs? Dynamik zu wessen Gunsten bei einem weltweit immer sensibleren und komplexeren Beziehungsgeflecht von Arm und Reich? Erfolg monetär, kurzfristig, individuell, vergänglich gedacht oder gesamtdaseinsfördernd, gesamteinheitlich und langfristig global und weltumspannend gedacht? Könnte es sein, dass in Industrieländern ein überwiegender Leerlauf an Dynamik existiert? Eine Nullsummendynamik, eine überholte, zu eng begrenzte, fehlgeleitete, popanzähnlich aufgeblähte, schau mal, was ich alles habe, Oberflächenschwingung im materiellen Seichtvakuum? Könnte es sein, dass dieses Fehlen von wirklichem Substrat, von wirklicher Essenz, von tatsächlicher Weisheit und Tiefe durch eine monetär minderwertig gebundene Dynamik nur vorgaukelnder Erwerbsprozesse und was die realen Dinge des Daseins angeht, nur durch übertünchend kaschierende, letztlich völlig wertlose Luxusbilanzen verschleiert werden soll? Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, gewiss nicht. Aber in vielen modernen Gesellschaften hat der Mensch vergessen, dass er überspitzt betrachtet kaum mehr als Brot benötigt. Ein anderes Symptom könnte das weltweit immer stärker auftretende Fusionsbestreben global operierender Unternehmen sein, die ihren Aktionären indirekt weismachen wollen, allein aus wirtschaftlicher Gigantomanie, allein aus ökonomischer Prosperität erwachse gleichzeitig persönliche Sinnerfülltheit, Sinngebung und ein nützlich wertvolles, spirituell eingebettetes, religiös abgesichertes Leben. Die leider alles durchdringende, gnadenlose Tyrannei raubtierwirtschaftlicher Prozesse, der krakenhaft dümmlich betäubende Konsumterror infolge alles überflutender TV-, Radio- und Internetwerbung hat bereits zahlenmäßig wahnkranke Züge angenommen. Man blättere ein beliebiges Magazin durch
und zähle einmal die zumeist völlig überflüssigen Werbeanzeigen oder man denke an die viele Spam-Mail. Ein fortwährend einlullender, manipulativer Prozess, der für einen Normalgebliebenen, der dieses einzige gibt dem Gieraffen viel Geld Zucker, lächerlich Theater durchschaut. Kaum noch irgendwo ist dieses auszuhalten. Der Einwand, man möge dann Fernseher, Radio und Internet eben ausgeschaltet lassen, ist nicht stichhaltig. In welchem Staatsvertrag steht geschrieben, dass der Bürger sich einem derart angewachsenen Werbewahn und Konsumterror unterziehen muss, sobald er die audiovisuellen Geräte betätigt? Die Dosis macht das Gift. Ist nicht das informative Ingredienz Werbung allerorten in Industriegesellschaften heillos überdosiert? Ein anderes bedrohliches Anzeichen degenerativen Gierverfalls ist der überbordende Börsen- und Aktienwahn sowie die immer wieder diagnostizierbare Spekulation und Abzocksucht. In welchen Zeiten leben wir, wo es einem Geldhändler gelang, eine komplette altehrwürdige Bank, Barclays, zu ruinieren? Mit Millionenaufwand werben Unternehmen für oft unbenötigte Produkte, zumindest was die Entwicklung, den Fortschritt von Seele, Glaube, Geist befördert, und werben somit letztlich für Vergängliches. Weshalb sollte man es nicht aussprechen? Bei allem Guten und Anerkennenswerten, was die Wirtschaft für die Menschen leistet. Und wer möchte schon 3 Stunden Schlange stehen für einen Laib Brot, 4 Eier oder 1 Liter Milch? Freie Marktwirtschaft in ihren negativen Folgen bedeutet auch weg vom Wesentlichen hin zum Unwesentlichen, hin zu vergänglich und betäubendem. Statt Förderung von solch Geist, welche existenzielle, künstlerische, religiöse, philosophische, mystische, transzendente Tiefen und Gegebenheiten ausforscht, zum Beispiel Gauguins Wer sind wir? Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Oder das Tat Tvam Asi, das bist du, wird der Ungeist der Besitzstandwahrung, der Ungeist gierigen Raffens und der Kragendämon Materialismus überbordend und einseitig befördert. Betriebswirtschaft, Börsenwert, Technik und Ökonomie bedeutet alles. Geisteswissenschaft, Kunst, Philosophie und Religion bringe angeblich nur wenig bis keine Rendite, seien somit also der letzte Dreck und höchstens unter ferner liefen. Eine von mehreren angstmachenden Folgen davon sind der Niedergang der Kultur. Die Unverschämtheit, bei Kulturschaffenden zuerst zu sparen, die eh am wenigsten besitzen, ist bezeichnend für jene dümmlich seelenlosen Verwalter und Technokraten, für das katastrophale Schreib- und Leseunvermögen der Kinder und Jugendlichen. Nicht minder negative Folgen sind die heidnische Götzenverehrung der goldenen Kälber, Auto, Politik, Unterhaltungselektronik, der Fußball- und Formel-1-Medienanbetungswahn, so überhaupt die lächerlich degenerierte mediale Übergewichtigkeit von Politikberichten, Wirtschaftsmagazinen, dümmlichen Talkshows und Fernsehspots bei gleichzeitiger Vernachlässigung und weitestgehender Übersehung von Kultur, Kunst, Spiritualität, Berichte über gerechtere Weltökonomie und Religion. Ein Glück,
dass die Masse der Menschen nicht denkt. Bemerkte einst eine Person der Zeitgeschichte. Leider ist dieser Sachverhalt bis heute nicht anders. Paul Klint musste eingeschlafen sein, denn plötzlich erwachte er aus einem angenehmen Traum. Noch immer hatte er die Maske auf. Eine kleine Weile verging, dann hörte er Atkins Stimme weiter runtergebeugt zu ihm sagen: Bitte zurren Sie den Sicherheitsgurt in Bauchhöhe in die richtige Position. Er ist Ihnen, während Sie schliefen, aufgegangen und verrutscht. Clint fahndete mit seinen Händen nach dem Gurt. Er fand ihn zwischen seinen Beinen und links neben sich. Atkins hatte recht. Ohne Zögern verbrachte der Schriftsteller den Gurt in die richtige Position. Schließlich vernahm er wiederum die Stimme seines Begleiters. Mr. Clint, ich habe eine gute Nachricht für Sie. Sie dürfen die Maske jetzt abnehmen. Wir sind bereits im Landeanflug auf Mr. Saratogas Anwesen. Da, sehen Sie, dort ist sein Schloss. Sie wissen, Mr. Saratoga G. Pampleford ist der Initiator des Spieles Big Dead Brother. Er heißt Sie noch einmal vorab herzlich willkommen und gratuliert Ihnen zur Teilnahme bei seinem Spiel. Wir werden in Kürze landen. Drittes Kapitel. Paul Clint nahm die Maske ab und blinzelte mehrere Male, sehr verschlafen. Er betrachtete aus dem Fenster die Landschaft, die immer näher kam. Pampleford Schloss war deutlich zu erkennen. Alles, was Clints Auge sah, besaß südfranzösischen Flair. Brad Atkins zwinkerte Clint zu. Mit breitem amerikanischen Lächeln deutete er auf die Maske, ehe sie wegräumte, und sprach: Diese zugeklebte Brille ist immer eine Tortur, aber vermutlich eine geringere als jene, die sie bei den Spielen erwartet. Clint hätte diesem Satz etwas mehr Aufmerksamkeit schenken sollen. Er war zu beschäftigt, sich über seine wiedergewonnene Sehkraft zu freuen, als dass er darin Gedanken verschwand. Clints Neugier war schwer zu zähmen. Er fragte: In welchem Land sind wir? Hier ist Frankreich. Aber sollten Sie mich nach näheren Örtlichkeiten fragen, so bedauere ich, Ihr verständliches Interesse nicht befriedigen zu dürfen. Anweisung vom Chef, Sie verstehen, äußerte sich Atkins. Aber vielleicht bekommen Sie es selbst heraus. Es ist kein Geheimnis, dass Frankreichs berühmteste Küste nicht weit von hier liegt. Nun muss ich aber schweigen. You understand? Sehen Sie, dort ist der Landeplatz. Clints Teilnahmeglück blieb von der Nichtnennung des genauen Austragungsortes unberührt. Der große Personenhelikopter flog mittlerweile eine langgezogene Linkskurve und näherte sich beträchtlich dem Boden. Paul Clint fiel bei der Betrachtung des riesigen Grundstücks, dessen Gesamtgrenze nicht einsehbar war, einen südlicher Richtung gelegener Zaun auf. Ausgestattet mit hohen Sicherungspfosten und in gewissen Abständen mit hoch aufmontierten Scheinwerfermasten. Aus der Nähe sah man, dass die Sicherungslinie sogar einen hohen Doppelzaun umfasste. Der Leerbereich zwischen den Zäunen erinnerte an ein Niemandsland oder Minenfeld. Waren Hinweis- oder Verbotsschilder jeglicher Art konnte Clint von oben aus nicht erkennen. Das riesige Areal war teilweise dicht südländisch bewaldet, dann wieder mit größeren Grasflächen, einzelnen Zypressen, mit Steigungen, kleinen Bergen sowie mit Senken versehen. Die großen Grasflächen und ein Pinienwald befanden sich hauptsächlich auf jenem dem parkähnlichen Anwesen sehr nahe gelegenen Gebiet. Das beeindruckende Schloss selbst erstreckte sich auf einem nicht sehr hoch aufragenden Plateau aus felswandähnlichem zerklüfteten Gestein.
Zahlreiche wildwachsende Ranken und Kletterpflanzen schoben sich am Plateau entlang in Richtung Hauswand vom Schloss. Stil und Baustruktur des Schlosses war eindeutig moderneren Datums. Im weiter entfernten, waldbewachsenen Teil des Areals erkannte Clint aus der Luft einen gewaltigen See, der, wie erzählte, Platz für 4 bis 5 kleinere Inseln bot. Auch Stege, Motor- und Ruderboote glaubte er zu sehen. Paul Clint konnte seine Verwunderung über die Großzügigkeit des gesamten Areals kaum verbergen, was Atkins nicht entgangen war. Allen übrigen bereits eingetroffenen Kandidaten war es, bis auf eine Ausnahme, ganz genauso gegangen. Der Landeanflug dauerte rätselhafterweise länger als geplant. Es war, als drehe der Pilot absichtlich mehrere Sichtrunden, um seine Neubesucher auf das großzügige Gebiet in angemessener Weise aus der Luft einzustimmen. Atkins schien beauftragt, gewisse Vorabinformationen weiterzugeben. Er blickte mit Clint gemeinsam durch dasselbe Fenster und sprach: „Der ganze Bereich, den Sie sehen, befindet sich im Besitz meines Auftraggebers, dem Milliardär und sehr verehrten Chef Saratoga G. Pampleford. Ich erwähnte es. Er selbst hat dieses Areal zum Austragungsort seines, nun sagen wir, Privatevents namens Big Dirt Brother gekauft und bestimmt. Seinen Wünschen entsprechend wurden größere Teile des Schlosses zusätzlich für seine Zwecke in Rekordzeit umgebaut und den Gegebenheiten dieses Events angepasst. Sehen Sie sich alles in Ruhe aus der Luft an. Der Pilot dreht absichtlich zum Kennenlernen einige Zusatzrunden. Entschuldigen Sie mich jetzt für einen Moment, ich muss kurz ins Cockpit.“ Clint nickte und sah weiter fasziniert aus dem Fenster. Er konnte nicht sehen, wie Atkins jemanden am Gangende ein Zeichen gab. Atkins öffnete den Sicherheitsgurt und ging nach vorne. „Hätte ich Paul Clint in dem Moment, da ich diese Zahlen schreibe, vorher gewusst, welch Spiel und Überraschungen auf diesem aus der Luft betrachtet scheinbar so friedlichen Anwesen auf jeden von uns warteten, hätte ich damals gewusst, was ich jetzt bei der Niederschrift weiß, alles hätte ich dran gesetzt, diesen Helikopter hier abzudrängen, ihn zu kidnappen, wenn es sein muss, um ihn niemals hier landen zu lassen, bedeutete dies auch meine Verhaftung. Aber wie so oft in Leben und Dasein, die genauen Teilnahmebedingungen und Risiken erfährt man meist erst hinterher und manchmal auch gar nicht. Nebulös Verschleiertes dient in der Zwischenzeit als Vertröstung. Gefahrenzonen werden mit süßem Zuckerguss übertüncht. Doch Gift bleibt Gift, auch wenn man es hübsch in aufgerüschtem Staniolpapier überreicht. Jedem von uns, der Abenteuer und Geld aufs Heftigste liebt, wurden exakt solche Häppchen vorgelegt. Von uns sechs und fun-verwöhnten Zeitgenossen auch gierig geschluckt. Die der Panem et Circenses Fischer benötigt, um uns mit einmalig kurzem Ruck auf seinen Schloss-Trawler zu hieven, ganz ohne Netz und Harpune. Wo in Kürze die Filetierung beginnt. Clint, der immer noch aus dem Helikopterfenster sah, ganz als müsse er das wegen der Brille beraubte während des Fluges jetzt umso mehr nachholen, zuckte zusammen, als Atkins plötzlich von ihm unbemerkt wieder neben ihm saß. Brad Atkins hatte zwei gefüllte, flötenartige Champagnergläser in der Hand. Clint bekam eins davon überreicht. Mit merkwürdigem Rätselausdruck in den Augen tustete Atkins dem Schriftsteller auf das Allerfreundlichste zu, indem er sagte: „Wir landen jetzt, Mr. Clint. Mögen Sie als jemand, der Geschichten erzählt und der als Schriftsteller arbeitet, auch nach Teilnahme an Big Dirt Brother so angefüllt mit Erlebnissen sein,
dass ihnen Geschichten dazu niemals ausgehen. Auf den Gewinner des ersten Preises, auf Big Dead Brother. Cheers, Mr. Clint. Fortsetzung folgt.